Hallo zusammen, die Schildkröten habt ihr bereits kennengelernt. Und die nächste Gruppe innerhalb der Reptilien sind die Krokodile. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Krokodile erfahren wollt, dann schaut dieses Video. Alle Krokodile haben einen starken, massigen Kopf, einen langen, seitlich abgeflachten Ruderschwanz und kurze, kräftige Beine. Außerdem haben die Krokodile verschließbare Nasenöffnungen, die leicht erhöht auf der Schnauzenspitze liegen, damit, wenn die Tiere senkrecht im Wasser liegen, sie durch die Nasenöffnungen atmen können und diese verschließen können, wenn sie abtauchen. Die Tiere befinden sich die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser. Manchmal kommen sie raus, um sich zu sonnen, um ein bisschen Wärme zu tanken. Aber wann sie auf jeden Fall rauskommen, ist zur Eiablage, denn alle Krokodile legen ihre Eier an Land ab, immer in einem Nest, und teilweise werden diese dann sogar noch von Schlamm bedeckt. Erwachsene Krokodile haben keine natürlichen Feinde mehr, sie stehen damit an der Spitze der Nahrungskette und der einzige Feind der Krokodile ist der Mensch. Und es gibt Stellen auf der Erde, da sind Krokodile nahezu ausgerottet durch den Menschen. Krokodile wurden lange Zeit dazu genutzt, um Leder herzustellen, da man Leder aus der Krokodilhaut gewonnen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass sie an vielen Stellen nahezu vernichtet wurden. Alle Krokodile auf der Welt leben im Süßwasser, mit einer einzigen Ausnahme, dem Salzwasserkrokodil. Und das ist auch gleichzeitig die größte Krokodilart, die es auf der Welt gibt. Innerhalb der Krokodile gibt es jetzt noch drei Untergruppen. Einmal die echten Krokodile, die Alligatoren und die Gabiale. Und wie sich diese jetzt unterscheiden, beziehungsweise wo diese einzelnen Gruppen vorkommen, das seht ihr jetzt. Alles, was ihr auf dieser Karte grün gefärbt seht, ist der Verbreitungsraum der echten Krokodile. Und wie ihr seht, kommen in Afrika tatsächlich nur echte Krokodile vor. In Amerika kommen auch Alligatoren vor, das ist dann alles, was gelb gefärbt ist auf der Karte, zusammen mit den echten Krokodilen in Lateinamerika. Also Lateinamerika ist der einzige Ort auf der Welt, an dem sich Krokodile und Alligatoren begegnen können. In Asien leben jetzt zum einen wieder die echten Krokodile, also alles, was grün gefärbt ist, und die Gabiale, also alles, was orange gefärbt ist auf dieser Karte. Und es gibt nur eine einzige winzig kleine Alligatorenpopulation in Asien und die ist in China. Das ist der kleine Punkt, der auf der Karte gelb gefärbt ist. Wie unterscheidet man diese drei Gruppen jetzt? Also Krokodile, Alligatoren und Gabiale. Zuerst die Krokodile. Krokodile haben eine eher schmalere Schnauze, die V-förmig zusammenläuft. Und bei den Krokodilen ist es so, dass man bei geschlossenem Maul Zähne des Unterkiefers erkennen kann, die stehen dann nach oben. Seht ihr auf dem Bild. Alligatoren hingegen haben ein eher kräftiges, U-förmiges Maul und bei geschlossenem Maul sind die Zähne des Unterkiefers nicht zu erkennen. Die Gaviale jetzt wiederum haben ein sehr langgestrecktes Maul mit vielen kleineren Zähnen drin und das erkennt man auch ganz gut daran, dass die Gaviale alles Fischfresser sind. Also die ernähren sich tatsächlich nur von Fischen, während die Krokodile und die Alligatoren sich vor allem von Säugetieren ernähren, die irgendwann ins Wasser gehen. Und wenn diese Tiere ins Wasser gehen, die Säugetiere, schnappen die Krokodile und Alligatoren zu, zerren die großen Säugetiere ins Wasser, ertränken sie damit und haben dann was zu fressen. Ich hoffe, in dem Video habt ihr ein bisschen was gelernt über die Gruppe der Krokodile. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, wir sehen uns möglichst bald wieder in der Schule. Bis dann.